Hallo zusammen, es ist mal wieder der deutsche Zockerdienstag hier bei mir. Und am Tisch sind Ostblock und SVWB. Ich glaube, mit Ostblock hatte ich schon mal ein Video vom Zockerturnier, kann das sein? Wo ich dann meinte, na, Ostblock wird wahrscheinlich besser klarkommen mit den Karten, die ich hier habe. Und dann meinte irgendwer aus dem Chat, nee, Ostblock bezieht sich nicht auf Osteuropa, sondern auf Fußball. Naja, wie dem auch sei. So, wir gucken mal, was das hier wird für ein Grang. Der wird ja wahrscheinlich relativ sicher sein. Mit endlos Cello. Immerhin raus. So, schade, nicht in Vorhand. Da würde ich den wohl als Krang Hand spielen. In Mittelhand ist das natürlich nur ein Springer-Grang. 24 wird gepasst. Herz Hand ist stark. Reingucken zum Grang wäre. Nur sinnvoll. Ich glaube, es ist eigentlich nicht sinnvoll. Muss hier, es ist dann halt ein Springergrang, aber wenn es eine ehrliche Kreuzreizung ist nach einem Null, sieht es eigentlich auch nicht so aus. Insofern spiele ich hier lieber den Herz-Hand. Scheint nur wohl eher eine Eichelreizung zu sein. Hm, 14 haben sie stehen. Schade. War natürlich spekulativ jetzt hier. Also ist nicht, ist ja auch nicht, ist auch eigentlich scheißegal, gewinnen tue ich es ja trotzdem. Ich hatte nur gedacht, also eine Schneiderchance wäre wohl da gewesen. Wenn ich den, oder ja, wäre es gewesen, hätte ich den kleiner gestochen. Schade. So, fünf Trümpfe, kein Ass, aber passe, passe. Da wird ja wohl ein Ass liegen. Nee. Zwei. Dann war hier ein schönes Grünes im Angebot. 14 in Rot gedrückt und Grün gespielt. Das ist doch auch mal was. Na, SVWB überlegt. Aber geht mit dem Ass rauf. 20. Gut, die Trümpfe stehen auf jeden Fall so, dass ich den wohl gewinnen werde. Schmeiße ich sogar ab. Ja. Ein Überstich. Gut, jetzt. Gehen wir dann lieber über Eicheln, wenn da links noch beide Jungs sitzen. Ne, Stand 1-1. Gut. Schade drum. Kriegt er den noch. Wahrscheinlich, wenn ich Trumpf ziehe, ist da noch eine Schneiderchance. Wahrscheinlich durchaus. So, hier auch wieder nur vier Trumpf. In Grün, zwei Seitenasse ist nicht besonders stark. Ich würde wohl 20 sagen, über den einfachen Schellen zu heben. Alles andere ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
Aber SVWB ist eingeschlafen. Na gut. Ne, doch nicht. Gut, wenn Ostblock jetzt passt, dann sage ich noch eine 20 und verabschiede mich dann. Dann kennt Ostblock zumindest eine Farbe, die er öffnen kann. Oder auch nicht. Spielt sogar rot. Das ist natürlich erstaunlich. Das ist auch interessant. Das ist ja meist König 10, aber dann, wenn König 10 wäre, hätte er hier von der Dreifach-Lusche aufgemacht. Kann sein. Ich wechsle mal die Farbe, weil ich gern den Ober hier loswerden würde wollen. Ja. Ah, das ist nicht gut. Ja, ist doch von der 10. Warum spielt er jetzt da die Trumpf 10 vor? Hat ja überhaupt keinen Sinn. Den hat er sich aber selbst verloren. Da hat er mein Ass vergessen oder was? Unter Umständen. War gerade abgelenkt. Wahrscheinlich hat er auch so lange gebraucht zum Drücken. 6 Trumpf, kein Ass in Mittelhand. 2 alte zwar. Na, ja, ich sag mal eine 18. Vielleicht liegt da ein Ass drin, wenn sollten beide passen. Aber wenn hier einmal nur die 18 gehalten werden, dann bin ich. Mach ich mich vom Äcker! Sie werden gehalten. Eichholz. Schon mal die blanken 14 Augen schon. Der wird gestochen. Na, dann bleiben wir mal weg. Leider immer noch einen mit. Das ist ja öde. Da sogar das grüne Ass gedrückt noch. Nö, ja, dann noch da oben. Das ist auch uninteressant. Peak 20, bei 20 gepasst. Ja, ich mach trotzdem aber Schellen auf. Ist mir zu unsicher, ob das eine Herzreizung war. Doppellusche, das ist nicht so schön zu öffnen. Sechs. Disconnect. Sorry, wir auch. Tja. Die Schellen 10 anbieten. In dem Fall war es egal. Schneider. Immer noch nix. Das heißt immer noch nichts. Hab ja schon ein Spiel gehabt. Zwanziger Reizung ist auch merkwürdig, wo ich 4 Herz habe, aber da wird sowieso gegen Hand gespielt.
Normalerweise Shell 9 oder grüne 8 zum Abwurf, je nachdem, was da jetzt für ein Junge fällt. Wenn da Shell oder Rot fällt, dann tendiere ich tatsächlich die 8 erstmal abzuwerfen, weil er nicht die Jungen abziehen kann. Aber abziehen. Dann ist es relativ egal. Wird halt grüne Ass gelegt. Unklar. SVWB vielleicht doch ein bisschen mehr als nur abgelenkt. Weiß es nicht genau. Aber schon zwei sehr unlautere Züge gesehen von ihm. Einmal, wo er sich das Spiel selber kaputt gemacht hat und gerade, wo er dem Ostblock den Schwarz geschenkt hat. Naja. Wir werden das weiter beobachten. So, hier nehmen wir raus. Fällt ein Junge, dann brennt natürlich die 10. Ah, ich glaube, ich spiele einfach das eigene Ass hier. Okay, 24. Ja, das war natürlich die Gefahr. Aber das andere ist halt auch Raterei, die Farbe, die da aufzumachen ist. Aber so wären wir rausgekommen, wenn ich die richtige treffe. Das stimmt. Ist das Absicht, schreibt er. Frage ist, was er damit meint. Mein Zug gerade, der ihm den Schneider geschenkt hat, war nicht Absicht, sondern eher, naja, ich sag mal, nicht gewusst, wer hier der beiden Zehen nicht aufmachen soll und dann keiner aufgemacht, was meistens keine so gute Idee ist. Ja, hier fünf schwache Trümpfe. Ach, ist alles schlecht. Nur ein volles in der Hand. Was soll man damit gewinnen? Zu wenig auf jeden Fall. Da wird Herz gespielt. Und mal den grünen König auf. Nach langen Überlegungen daraus. Neunzehn. Da habe ich leider kein Bild mehr in der Hand. Hier kann man wohl mal 18 sagen, aber eigentlich ist das ähnlich Quatsch wie bei der letzten Karte. Ist ja hier zwingend auf einen guten Skat angewiesen, mindestens mit einem vollen. Und jetzt, wo er schon 18 gesagt hat, schließe ich mich da mal nicht an und sage 20, zumal dann das Schellenspiel auch gar nicht mehr zu spielen ist. Rot ist Trumpf.
Ja, SVWB eher langsam unterwegs heute. Ich werde mal blank spielen, um die Trümpfe zu trennen. Wird mir jetzt nicht gegönnt, tatsächlich. Ah, auch zu Recht. Ja. Natürlich doof. Wieder 10 wollen wir noch auf den Trumpf kriegen. Was war denn jetzt mit Eichel eigentlich? Der hat gerade abgeworfen. Wahrscheinlich auch keinen Stich mehr, ne? Er hatte den Stich noch oben sonst. So, das ist ein Sechstrümpfer mit einem Bei-Ass und Farbe frei. Den würde ich nehmen wollen. Ostblock hat Verbindungsprobleme. Ich krieg's für 18. Gut. Uff, das war mal ein Skat. Müssen wir auf einmal auf Grang umsatteln. 4 gedrückt. Der 10 kann man arbeiten. Hier gibt es ja eine kleine Schwarzoption, da ich mir den Schneider da hier nur teilweise mit gefährde. Ah, jetzt wird sowieso schwer, Schneider zu spielen. Aber wenn der Schneider geht, dann sowieso nur bei Grün 2-2, was es meistens jetzt nicht steht, wenn Schellen schon 3-0 steht. 24 haben sie. Da hat er gut aufgepasst. Ja, da muss ich. Ne, bringt auch nichts, wenn ich zuerst grün spiele, dann kommt da das raus. Na gut, da sind sie leider raus. War auch schwer zu verhindern, tatsächlich. Gerang. Ich glaube, ich spiele mal von Ass 10 hier los. Aha. Jetzt kann ich da auch kaum wechseln. Grüner Ass ist übrigens bei dem deutschen Blatt mein Lieblingsass vom Design her. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Ass euer liebstes Design hat. Ich glaube, wir spielen den letzten auch noch. Ich kann einen einzelnen Buben verstechen. Nee, Jungs stehen 2-2. Was war denn? Ach so, der 10, stimmt. Ja, alles gut. So. Könnte man den Grün anreizen. Aber ist schon sehr dünn. Ich glaube, ich lasse ihn mal weg. Hier aus Mittelhand 18 ist schon, wird schon eine gewisse Stärke haben. Cello.
Okay. Sechs Trümpfer. Wahrscheinlich. Mit drei Eicheln. Jetzt hat er keine Übernahme mehr. Das ist natürlich faszinierend. Na los, 4 nach 10. Wenn Trumpf drin liegt in Eicheln oder Grün, dann ist es ein bisschen was. Und so ist es auch. Liegt drin. Trotzdem kein schönes Spiel. Doppelläufer Herz muss wahrscheinlich gehen. Das so drücken. Dann. Ne. Glaub, so ist besser mit Doppelläufer Herz. Als Bank und Abstich eines Schellenvollen. Das ist, scheint mir der bessere Gewinnplan zu sein. 10 gelegt. Wenn Grün 3-1 steht, ist es trotz gedrückter 10 halt schlecht. Ja, es kommt direkt Schellen auf den Tisch. Das hilft dann nichts, da muss ich schon einstechen. 20. Jetzt könnte ich einen vollen fangen eigentlich. Tut ich aber nicht. 31. Ja, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir so ein bisschen rumdaddeln in den Karten. Auch noch ein Trumpfstich und den Doppelläufer, wenn ich den Karo nicht angeboten kriege. Kriege ich wenigstens das grüne Ass. Auch nicht so schlecht, aber mehr kriege ich nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt gereicht hat. Ja, okay. Außerdem im alten festhalten, das grüne Ass. Dann geht's noch. Er hat ja den alten da, der ist vor, wenn er das festhält, das grüne Ass. Wie soll ich ihn dann noch gewinnen jetzt? Schwer. Na gut, vielleicht kriege ich dann den Schellenvollen, Schellen Ass war's. Vielleicht. So, jetzt Krank von Ostblock. Der sieht ganz solide aus, wohl bei Passe Passe. Erster Stich geht zu uns. Na, 20 noch gelegt. Sehr solide. So, hier. Naja. Nee, ich nicht die Karte. Grün und SVWB. 10. 29. Ich glaube, ich spiele nach. Ja, das war natürlich A. Ja, hinten raus noch ein Stich. Das ist schon okay. Das war das Probieren da mit Schellen.
Mittelhand, 5 Trümpfe, kein Ass. Lust, Farbe frei zwar, aber. Nee. Hinterrein, Hand reiße ich vielleicht mal 18 an und bei Passe, Passe in Vorhand gehe ich natürlich auch rein. Rot, da haben wir schon mal 13. Okay. 33. Tja, jetzt nicht so leicht. 45. Okay. Dreiundfünfzig. Jetzt kommt die schöne Dame. Soll ja den König zu dritt halten. Doch ganz gut aus, wobei. Das ist jetzt. Kann jetzt genauso gut noch den letzten Eicheln oben haben, da rechts. Ja. Hat er auch einen Trumpf vergessen, das ist natürlich dumm. Das war natürlich dumm. Die haben ja so viele Trümpfe abgezogen, dass ich jetzt gar nicht mehr mitgezählt habe, dass der da noch einen hat. Bis zu dritt war jetzt im Hinterkopf, dabei hat er natürlich noch den letzten Eichel oben. Noch ein Trumpf mehr. Das war ein sinnloser Fehler. So. Ja, trotzdem. Das rote Ass. Da muss ja mindestens der König im ersten Stich reinkommen. Na gut, da weiß ich gerade nicht, ob wir den gewinnen hätten können. So, Halbzeit 364 ist natürlich zu wenig. 450 hätten es wahrscheinlich sein können. Na gut, dann muss jetzt die zweite Hälfte ein bisschen solider laufen. Ja, dann muss ich weiter reizen. 20er Reizung von SVD. Okay. Tja, Skat lag natürlich jetzt gar nichts drin. Jetzt könnte man mal überlegen, die rote 10 oben zu lassen. Auf der anderen Seite. Wenn Ostblock hier mit Herz rauskommt, dann steigt eigentlich SVWB immer. Immer. Könnte man sogar mal so drücken. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich drücke mal die beiden Herzen weg, weil oft kommt Herz blank raus. In dem Fall kommt jetzt der Eichelkönig. Weiß jetzt auch nicht, was der bedeuten kann, aber ich nehme auf jeden Fall raus. Okay, guck mal. In der Ostblock gereizt, 24. Glaube, wir müssen den abschmeißen. 20.
Ja. War doch nicht so gut, gerade abzuschmeißen. Der links wird jetzt noch die Resttrümpfe haben. Ja. Wenn rechts jetzt noch beide Schellen vollen hat, dann verlieren wir den, ne? Hat noch beide. Naja, gut. Was ist denn. Was war denn jetzt mit Herz Ass kam da? Ja, wir dürfen da nicht abwerfen. Aber schon beide Herz drücken. Da kriege ich Herz Ass. Gewinne das, glaube ich. Gut, hier reizen wir mal den einfachen Grün. Ja, wenn ich nicht abwerfe, dann kriege ich auf jeden Fall, glaube ich, Herz Ass. Null Hand. Ja, interessant. Ostblock reizt den Eichel. Aber er weiß noch nicht, was er ausspielen soll, der SVW, doch. Also es. Gut, ich spiele meine zweite Blanke, kann eigentlich nicht viel falsch daran. Jetzt kommt die Blanke. Aber er hat ja niemals Dame und 8 beim Nullhand, das ist ja Quatsch. Also Ober und 8 in dem. Muss er jetzt das Spiel hier koordinieren? Er hat wirklich Ober und 8 gehabt beim Nullhand, ey. Ja, okay. Also damit rechne ich ja nun wirklich nicht. Wobei ich habe 22 gereizt, ne? Ja, okay. In dem Fall natürlich fast schon nachvollziehbar, dass er da auf dem blanken König oder Ass vielleicht spekuliert. Aber selbst dann, naja, Dame und 8 beim Nullhand. Das ist schon eine Leistung. Aber gut, gegen mich hat's funktioniert. Gerang. Das ist halt immer die Sache beim Null. Sollst du es immer probieren, auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist? Oder nicht? Vielleicht ja. Vielleicht ja. Ja, bei SVW läuft's.
Ja, beim Spiel, was ich verloren habe, war die Drückung übrigens echt richtig. Ich hätte dann halt nur nicht abwerfen dürfen. Dann hätte ich das Spiel gewonnen. Denn wenn ich die Standarddrückung gemacht hätte, Herz 10, Schell Nusche, dann passiert ja genau, der Verlauf wäre genau so, wie wenn ich abwerfe. Man nimmt da raus Herz Ass und die beiden Schellen vollen fliegen trotzdem auf Trumpf rein, ne? Insofern habe ich es schon echt eigentlich richtig gedrückt und dann falsch vorgetragen, leider. So. 22. Schade. Da steht's nicht. 22 plus 29. 43. Den auch noch. Dann haben wir den wohl gewonnen. Ja, ist nicht viel. Deswegen sage ich nur 18. Eichholz. Puh, nicht schön. 29. Blankschellen aufgeschlagen. Das ist wieder nichts. Jerün. So, tja, ich glaube, wir probieren es mal, den Abstich. Das ist natürlich schlecht. Da muss ich drauf. Weil, wenn ich da nicht drauf gehe und das Ass ist noch bei SVWB, dann ist der Stich halt verloren. Allerdings stelle ich gerade fest, dass da auch nicht mehr so viel zum Schmieren ist. Gut. War also kein großer Unterschied. Da war einfach zu wenig Material bei meinem Partner. Hier jetzt allerdings ist genug Material, um einen Grang zu reizen. Hat auf jeden Fall auch irgendwas. Fast bei 33. Ja, der Skat ist jetzt wirklich nicht so fein, aber der Gang muss es trotzdem sein. Wahrscheinlich eine Herz dann da. Schon, Herz ist schon am wahrscheinlichsten. Ja, und trotzdem mal grün hier zuerst auf. Okay. Achtundzwanzig. Schneiderschance. Abstich nicht genommen hatte.
Aber sie kommt trotzdem raus. Stellen König irgendwie übersehen. Der muss wohl irgendwo reingefallen sein. Schon wieder ein Gerang. Na gut, zeige ich mal jetzt Ass an. Der ist mindestens zweifach. Letztlich dreifach. Vollmops. Bitte. Ich glaube, ich muss von meinem Ass beginnen. Ich glaube aber auch, der ist fast nie zu verlieren hier an seiner Stelle. 10 Tate natürlich. Aber ist auch egal bei dem Spiel. Er hat wirklich was für eine Karte, ey. Immer Schneider. Immer Schneider. So, hier gehe ich dann auch mal auf 27. Mehr würde schwer werden. Ah, guter Skat, noch nie drin. Nicht der falsche, nicht der Überreizungsjunge. Können wir Schellen spielen. Nur der alte rechts, so wie es aussieht. Nö, der auch noch. Dann kriege ich ja eventuell sogar die Trumpf 10. Aber alles zu wenig. Schon bei Spiel 30 und noch nicht mal zur Hälfte da. Material war ein bisschen wenig. Das eine Spiel, was ich verloren habe, hätte ich wohl gewinnen können bei richtigem Vortrag. Und ein bis zwei. Man weiß gar nicht, ob nur ein bis zwei, aber Gegenspiel war auf jeden Fall nicht auf der Höhe heute. 7. Ich glaube, wir müssen. 22. Oh. 30. 41 und gewonnen. Schellenstich machen wir gar nicht mehr, doch. Der war ja unnötig. Da war SVWB doch schon im Geld, meiner Meinung nach. So, hier werde ich wohl angesichts des Standes mal 22 gehen. Krieg's für 18, Gott sei Dank. Spiele ich jetzt natürlich den Grang. Der kann ja nur verloren gehen gegen Schellen 3-0.
Und Jungs 2-0. Sonst geht er immer. Ich habe ja auch einen. Ich ein Nullover? Nee, ich hab. Nee, hab ich nicht. 10 und Ober in Grün gedrückt. Okay, dann ist er gewonnen, wenn da der Schellenober fliegt. Da ist nur die Frage, wie wir den jetzt am besten. Oh, was mache ich denn? Jetzt verliere ich den noch. Was für ein geiler Um Gottes Willen, ey. Ja, Gott sei Dank spielt er mich nochmal ein. Wie sinnlos, ey. Was für ein sinnloser Missklick, wirklich. Naja. Haben wir nicht gesehen. Alles entspannt. Alles entspannt, haben wir nichts gesehen. Ja, da habe ich kurz gedacht, ich hätte noch einen Jungen oder so. Weiß ich auch nicht. So, bei dem Stand 600, 6 Spiele noch. Glaube, da muss ich die Karte jetzt auf Schellenhand ziehen. Das Block ist natürlich auch noch im Rennen, aber ich glaube, den Schellenhand könnte ich wohl gerade so vertreten. Gut. Wer dann auch nicht? Vielleicht spielt er Grünhand. Tatsächlich. Ja. Ist auch jetzt anzunehmen bei meiner Karte. Der zu schlagen ist. Wird wahrscheinlich mit Herz Ober fortsetzen. Gott, warum kommt denn die 10 dann nicht rein auf den ersten? Das ist sehr schwach. Na. Oh je, da muss natürlich gleich der zurückkommen. Vier Augen verschenkt. Das reicht auch nicht. Liegt auch noch ein Eichel. Gut, dann ist natürlich klar, dass er nicht gleich zurückkommt. Aber vier Augen und im ersten Stich sechs Augen, 10 Augen, ist auch nur 59, ne? Gut, die Karte müssen wir, glaube ich, auf Grang reizen jetzt. Die entfernte Chance, die ich noch habe. Okay, jetzt hat SVW Wähler. Anderen Gang. Gehalten. Ja, kann hier schon eine Nullewehrhand haben. War wirklich keine. Na los, ich reiz mal noch die 60. Über den Nullewehrhand noch drüber weg. Wenn er hier einen Gang mit 2 hat, dann spielt er den ja auch mit 60. Warum soll er den dann weg sagen? Er braucht ja noch ein Spiel. Sagt er bei 50 weg. Das ist natürlich merkwürdig. Tja, der wird jetzt nicht so lang.
Muss ich schon auf verteilte Jungs hoffen? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich mich, warum? Reizt er den nicht aus? Links schmeißt sich das Karo Ass blank. Denke. Tja. Es reicht einfach nicht. Braucht die Schellen, die Eichel 10. Aber die kriege ich wohl. Wobei, wenn er keinen Schellen da hat, dann kriege ich sie. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Aber wenn ich ihn rausnehme, verliert er halt sofort. Oh, je, 22 mehr geht nicht. Ah, schade. Eicheln. Gut, machen wir blank auf. Okay. 28. Nicht so gut. 32. Fünfundvierzig. Aber wir haben noch den Jungen, ne? Und alles in Ordnung. Warum er den dann wieder genommen hat? Sicher schien er wohl nicht zu sein. So, den muss ich wohl auch irgendwie probieren. Ist denn da der Gewinnplan? 10, 20 drücken. Einer der Doppelläufer muss gehen. Kreuz Eicheln spielen. Muss den auf jeden Fall reizen mit so viel Rollen. Drin. Dann könnte man ja schon auch so zum Gang drücken. Oder so zum Gang. Mal besser so. Ja, machen wir mal. Puh, keine Ahnung. Fünfundfünfzig, das ist gut. Es ist auch gut, dass da das Eichel Ass reinfällt. Ah, okay. Ass. Na gut, aber den Königstich, der reicht, oder? Gut. Noch ein Gang ohne Vieren hier über die Ziellinie gehoben. Tja. Aber guck mal, wie eng das hier ist, ey. Ja. Naja, 18, 13 muss ich.
Letztes Spiel in Vorhand zwar. Aber so schlecht sieht die Karte auch nicht aus. Ah, ich glaube, wir müssen da. Was reiz ich denn damit? Ah, ich lasse den weg. Ich weiß auch nicht, was man hier gewinnen soll. Da muss. Die Granghand, dann hätte ich nichts gewinnen. Dann hätte ich eh nichts gewinnen können. Ja, damit hat er sich jetzt unter Umständen nochmal ins Geld gerettet, aber zu welchem Preis? Oh, habe ich auch nochmal Schwein gehabt, hier noch einen Gang anzukriegen. Vielleicht reicht mir der, aber wahrscheinlich. Gang Hand ist ohne 2, ich bin an 400. Naja, dann landete ich immerhin vor SVWB, ne? Wäre schon hilfreich. Das ist schon ein schöner Glücksfall hier in der letzten Karte, wenn der Grand Hand gewonnen wird, aber es wird er wohl meist. Weiß gar nicht, wie man den nicht gewinnen kann. Jedenfalls online. Live kannst du ja immer noch falsch bedienen oder so eine Späße. 146 wären dann genau 1090. Das könnte entscheidend sein. Beide Jungs da. 6, 9. Dann ist er sogar Schneider, ist ja optimal. Dann sogar über 1100. 1114. Das waren nochmal zwei dicke Spiele am Ende. Aber trotzdem danke, auch wenn sie beide schon vom Tisch sind. So Leute, ich muss leider los. Deswegen kann ich jetzt nicht mit den Ergebnissen auf warten. Aber war, glaube ich, ein ganz interessanter Tisch. Also Gegenspiel war von mir teilweise nicht besonders, muss ich sagen. Aber hinten raus, die drei Spiele hier, die waren doch schon nochmal ein schöner Abschluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der deutsche Zockerdienstag geht damit zu Ende und wir sehen uns beim nächsten. Macht's gut. Ciao, ciao.